sagen, dass du es nicht zum Horrorfilm schauen geschafft hast. Du hast echt was verpasst. Kommst du? Ach, hey, danke, dass du es angefilmt hast. Auch wenn es unabsichtlich war. Was ist? Das Baby? Ich glaube, das sind die Wehen. Es geht los. How are your secrets? Are they treating you right? Hey. Was machst du denn hier? Die Jungs auf der Baustelle sind fertig. Du bist nicht ans Handy, da dachte ich, ich kann dir vielleicht helfen. Nein. Du räumst also den Speicher, um das Holz zu überprüfen? Dann geht der Materialschaden bis da oben, ja? Das weiß ich noch nicht. Ja, ich helfe dir jedenfalls. Sonst wird das ja die ganze Nacht, wenn du es alleine machst. Nein. Ja, dann wartet zu Hause vielleicht ein kühles Bier auf dich. Schaffst du es bis zum Spiel? Ich habe extra scharfe Chips besorgt. Okay, lass mich mal eins klarstellen, ja? Ich rede nur noch mit dir, weil du mein Chef bist. Du hast mit Tristan um mich gewettet, ja? Ich habe wirklich geglaubt, wir sind Freunde. Aber... Ja, nichts aber. Wir hatten eine Spitzenzeit, aber alles, was du wolltest, war, mich in die Kiste zu kriegen. Es ist egal, was du sagst, ich glaub dir eh kein Wort mehr. Daher können wir das mit dem Reden einfach sein lassen und das mit den Chips sowieso. Ist das jetzt mal angekommen? Du bist dir ganz sicher? Tristan will, dass ich wieder die Lily Rose singe. Ganz freiwillig hat er dich natürlich nicht gefragt. Seine A- und B-Besetzung ist krank. Ich verstehe das nicht. Man erst tut er alles dafür, dass ich keine neuen Aufträge kriege. Er telefoniert sämtliche Intendanten durch, um meinen Ruf zu ruinieren. Und jetzt will keiner mehr mit mir zusammenarbeiten. Ja. Und dann gibt er dir genau die Rolle, die dir am meisten bedeutet. Also mich macht das echt auch misstrauisch. Naja, wobei andererseits, ich meine, er müsste doch sämtliche Shows absagen. Vielleicht ist das eine rein geschäftliche Entscheidung. Landstein Entertainment kann sich einfach keine weiteren Einbußen mehr leisten. Das heißt, du nimmst dein Angebot doch nicht an. Lily Rose. Weißt du eigentlich, was mir diese Rolle bedeutet? Ein Blick in deine Augen reicht. Ich könnte beweisen, dass ich es noch drauf habe. Und wenn Tristan mich wieder einstellt, dann ist es doch auch ein Statement für alle anderen Intendanten. Und ich könnte endlich wieder auf die Bühne, Rebecca. Endlich. Was? Naja, was, wenn es eine Falle ist? Okay. Ich rede mit ihm. River Jump ist klatschnass. Warum hast du ihn nicht trocken geführt? Ist eher dein Aufgabenbereich. Ich bin hier Jockey, nicht dein Handlanger. Außerdem gehören die Pferde gerade in den anderen Stall wegen der Renovierungsarbeiten, da, wo du ihn noch hergeholt hast. Also warum führst du ihn nicht einfach wieder zurück? Ja, mach das doch. Bei der Gelegenheit kannst du ihn doch gleich trocken führen. Ich weiß, dass es dir gerade nicht gut geht. Aber es gibt dir noch lange nicht das Recht, dich hier aufzuführen, wie du willst, und die Gesundheit der Pferde aufs Spiel zu setzen. Außerdem ist hier striktes Rauchverbot. Hey, Bella. Was hältst du von einem frühen Feierabend? Du schuldest mir noch eine Runde Poker. In meiner Suite? Jetzt komm schon, diese alberne Wette mit Andi, das ist doch nichts vergessen. Ich meine, wir beide hatten doch eine schöne Zeit, oder nicht? Das habe ich auch gedacht. Was hältst du davon, wenn ich für uns beide einen heißen Kock mache? Okay, ich bin schon bedient. Meppen ist ein neuer Bäcker auf dem Marktplatz. Sieht gut aus, der Apfelkuchen, ne? Hallo. Hallo, Andi. Schön, dich zu sehen. Kannst du ein Stück Kuchen mit essen? Ja, gerne. Wie war's in Meppen? Bestens. Wann kommt Bella nach Hause? Sie hat noch zu tun. Ich muss mich nämlich unbedingt bei ihr bedanken. Meine Schwester hat mir zwar noch nicht verziehen, aber sie hat mich angehört.
Das ist alleine Bellas Verdienst. Ich hätte niemals den Mut gehabt, nach Meppen zu fahren und mit ihr zu sprechen. Meine Tochter ist einfach großartig. Aber das muss ich dir ja nicht sagen, Andi. Charlie, unser Zucker ist leer. Hast du welchen drüben? Zucker, ja, klar. Hol ich, ja? Danke. Und jetzt schieß los, bevor Charlie zurückkommt. Hat Bella dich mit der Heugabel verdroschen? Sie macht freiwillig Überstunden, damit sie nicht mit mir in einem Raum sein muss. Ich glaub mir, die Heugabel wäre mir echt lieber gewesen. Ich kann sie verstehen nach der Nummer. Redet ihr über Bella? Ah, hey, Charlie, du bist ja fix. Andi, was hast du Bella denn angetan, dass sie nicht mehr mit dir reden will? Es ist alles in Ordnung. Der Kleine ist kerngesund, soweit ich das beurteilen kann. Zum Glück. Du hast uns gerettet. Hast du denn noch Schmerzen? Nee, jetzt nicht mehr. Und du bist dir sicher, dass es Wehen waren? Also, ich hatte ja noch keine Wehen, aber so stelle ich es mir vor, ja. Kann es nicht auch sein, dass du irgendwas Falsches gegessen hast und einfach Bauchschmerzen hast? Also, den Unterschied hätte ich doch wohl gemerkt, oder? Wo gehst du hin? Ich trage deine Werte ein und dann sehe ich mal nach, wo der Kollege bleibt. Und dann kommst du wieder und bleibst bei mir? Jessie, du bist bei Dr. Bachmann bestens aufgehoben. Immerhin ist er Gynäkologe im Gegensatz zu mir. Und außerdem habe ich ein Date. Ricky, es tut mir leid, dass ich da vorhin so reingeplatzt bin. Das war ein doofes Timing. Ihr scheint Spaß gehabt zu haben. Magst du sie? Oder willst du mehr von ihr? Ich glaube nicht, dass ich das mit dir besprechen möchte. Außerdem hast du gerade andere Probleme. Bis gleich. Warum? Warum soll ich die Lily Rose singen? Ich habe mir eine blonde Perücke aufgesetzt und deinen Part eingesungen. Kann nicht so. Tristan, das alles ist kein Witz für mich. Du weißt ganz genau, wie viel mir diese Rolle bedeutet. Dann spring auf die Bühne und fang an zu singen. Machst du doch so gerne. Und woher soll ich wissen, dass mir nicht zufällig bei meinem Solo ein Scheinwerfer auf den Kopf fällt? Du glaubst, ich gebe dir die Rolle, um dich fertig zu machen? Wäre das so abwegig? Mein Angebot ist rein geschäftlich. Niemand singt Lily Rose so wie du. Leider. Wenn ich dein Angebot annehme, dann muss ich mir sicher sein, dass die Zusammenarbeit zwischen uns funktioniert. Oder fällt dir mittendrin wieder ein, wie sehr du mich verachtest? Gut, in dem Fall nehme ich ab. Was? Zieh endlich einen Schlussstrich, Tristan. Und wenn schon nicht für mich, dann für deine Familie und für Rebecca. Sie braucht dich jetzt. Rebecca braucht mich? Ja. Euer Vater ist schwer krank und sie hat Angst. Genauso wie du. Normalerweise sind Geschwister in so einer Situation füreinander da. Entschuldige, wenn das hart klingt, aber Rebecca hat in letzter Zeit nicht sehr viel getan, um sich mein Mitgefühl zu verdienen. Was ist mit Ludwig? Euer Vater stirbt vielleicht und alles, was du tust, ist auf Kosten aller, dein Ego zu polieren. Aber was willst du eigentlich von mir? Gar nichts. Solltest du einfach mal deinen Stolz vergessen und für die Menschen da sein, die dich lieben. Der Tag, an dem es zu spät ist, kommt vielleicht früher, als du denkst. Du hast darum gewettet, wer Bella zuerst ins Bett kriegt? Mit Tristan? Naja, also wer sie zuerst rumkriegt. Na, und du hast davon gewusst? Ja, aber auch erst seit gestern, das schwöre ich. Ich begreife dich nicht, Andi. Ich dachte, du magst sie. Ja, aber ich bin die Wette doch bloß eingegangen, weil ich sie so mag. Glaub mir, immer wenn ich vor ihr stehe, dann kriege ich keinen ganzen Satz ausgesprochen. Ach, das klingt nach einer echten Fritsche-Ausrede. Tristan hat mir damit gedroht, dass er mir sie zuerst wegschnappt. Warum hab ich halt du gedacht? Wenn du sie zuerst verführst, dann wischst du Tristan eins aus und du bekommst Bella noch dahin, wo du sie haben willst.
Naja, also so wie du das jetzt sagst, klingt das ja echt fies. Es ist fies, Andi. Versetz dich doch mal in Bella. Sie hat dir vertraut. Also, was willst du jetzt unternehmen? Sie verzeiht mir doch eh nicht. Ja, weil sie nicht weiß, wie du für sie empfindest. Sie hat gesagt, dass sie mir kein Wort mehr glaubt. Es ist einfach ein schlechtes Timing für eine Liebeserklärung. Aber du hast keine andere Wahl. Jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken. Wenn du willst, dass Bella dir verzeiht, musst du mit ihr reden. Offen. Ich gebe dir einen Tag. Mit Charlie würde ich mich nicht anlegen. Vielleicht. Und alles, was du tust, ist auf Kosten aller, dein Ego zu polieren. Tristan, komm rein, setz dich. Ich habe Marlene wieder die Lily Rose angeboten. Oh, hat sie abgelehnt? Sie glaubt, dass ich meinen nächsten Rachefeldzug plane und dass ich einen Scheinwerfer auf den Kopf werfe. Ist ihre Sorge berechtigt? Nein. Ich dachte, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich sie davon überzeugen kann. Tja. Wenn man das Vertrauen eines Menschen verloren hat, helfen meistens keine Worte mehr. Wenn ich sie sehe, dann will ich sie einfach nur umarmen. Und weil ich das nicht mehr darf, fange ich an, sie zu verletzen. Und ich hasse mich selbst dafür. Und dir gegenüber habe ich mich auch total dämlich benommen. Ach komm, ich weiß doch, dass du es nicht so gemeint hast. Hast du Angst vor dem Tod? Ja, manchmal. Ich habe auch Angst. Und ich glaube, deswegen habe ich einfach so getan. Ich habe einfach so getan, als ob du schon weg wärst. Und? Hat es funktioniert? Nein, es hat nicht funktioniert. Das ist auch gut so. Denn vielleicht bleibe ich dir ja dank dieser neuen Therapie noch eine ganze Weile erhalten. Ja, das hoffe ich. Entschuldigt, ich komme später. Nein, nein, es ist in Ordnung. Ich muss sowieso noch was erledigen. Tristan ist zurück. Steven, kannst du nicht eine kleine Wehe vortäuschen, damit das Ganze ein bisschen glaubwürdiger ist? Bitte. Es muss nicht rauskommen, nur eine klitzekleine Wehe. Überleg dir gut, auf wessen Seite du stehst. Na toll. Ach, du bist da. Mit Gloria, wie schön. Du Arme.